So besorgt hätte ich an Ihrer Stelle wieder auch nicht sein. Wenn Ihre Tochter zu Hause wäre, dann müsste der Schlüssel, der müsste ja von innen stecken. Hm? Weiß ich überhaupt nicht, ob ich das darf, da zu mir nichts, dir nichts, dir aufmachen. Auch wenn Sie der Vater sind. Bitte machen Sie. Ja, ich mache ja. Und dass sich Ihre Tochter nicht gemeldet hat, das täte nicht so tragisch nehmen. Studenten, du liebe Zeit, die sind zu Hause und nicht zu Hause, wie es wollen. Ah, da schau her. Jetzt geht's auch dann. Na also. So, bitte. Also, gehst du doch rein? Na bitte, wollen Sie nicht nachschauen? Ja, was haben Sie denn? Ach so. Ich hol die Polizei. Was denn los? Mädchen haben sie umgebracht im dritten Stock. Eine Gerda Stein. Einen ganz blauen Hals hat sie. Und was machst du hier? Die Bleistifte sind mir abgebrochen. Sie muss schon ein paar Tage so gelegen haben, sagt Robert. Wer hat sie entdeckt? Der Vater aus Mannheim. Der kam nicht an, weil sie sich nicht mehr gemeldet hatte. Guten Morgen. Entschuldigung. Guten Morgen. Guten Morgen. Morgen. Morgen, Chef. Sie vergisst meinen Geburtstag nicht. Sie hat ihn nie vergessen. Wenn da kein Brief ist, kein Telegramm, kein Telefonanruf, da muss etwas passiert sein. Ich habe mich auf den Zug gesetzt und bin sofort hergefahren. Ich komme gerade vom Bahnhof. Ich hab's gewusst. Schon wie ich die Treppe heraufkam, habe ich's gewusst. Was hat sie denn studiert? Kunstgeschichte. Wie lange war sie hier jetzt? Im nächsten Monat 2 Jahre. Und sie hatten guten Kontakt mit ihr? Sie telefonierte, sie schrieb Briefe. So oft es ging. Ich meine, hatten Sie einen Überblick über das, was sie tat? Wie sie lebte, mit welchen Menschen sie umging? Ja, genau, sie schrieb ziemlich ausführlich. Auch über private Dinge? Auch darüber. Da war nichts unklar? Nein. Sie schrieb so, dass wir zu Hause alle immer den besten Eindruck hatten. No, das heißt nichts. Wie meinen Sie das? Ja, einen guten Eindruck wollen Sie alle machen, wenn Sie nach Hause schreiben. Sie wissen eben nicht, wie wir zusammen stehen. Bei uns ist jedes offene Wort erlaubt. Da waren wir immer stolz in unserer Familie. Was sind Sie? Was machen Sie? Ich bin Schulrektor. Das heißt, ich habe immer mit Kindern umgehen können. Auch mit meinen eigenen. Trank Ihre Tochter? Wie meinen Sie? Nein, Sie meinen Alkohol? Na, dann kommen Sie mal. Schauen Sie sich die Galerie mal an. Was ist das denn? Flaschen sind das. Flaschen. Diese Kleider? Der Mantel, sie hat dann hier einen Pelzmantel gehabt. Dann waren die Briefe ihrer Tochter vielleicht doch nicht ausführlich genug. Überhaupt, dieses Zimmer, das ist nicht die Art, wie wir unseren Kindern beigebracht haben, das Zimmer aussehen müssen. Naja, wie ein Kinderzimmer sieht es gerade nicht aus, aber das muss es ja auch sein. Ja? Wer ist denn da? Die Wohnung Gerda Stein. Wer ist denn am Apparat? Kriminalpolizei. Hallo. Wer war denn da? Jemand, der das Wort Kriminalpolizei nicht hören konnte. Tja, seid ihr fertig? Ich sehe nur noch die persönlichen Sachen durch. Und fahren Sie jetzt wieder nach Mannheim zurück, das dann? Nein, ich bleibe hier. Ich gehe in ein Hotel für die nächsten Tage. Oh ja. Wer ist denn das bloß? Ja. Hallo, nun melden Sie sich doch. Wenn Sie nicht wissen, was los ist, fragen Sie mal nach Tanjew. Wer sind Sie denn? Spielt doch keine Rolle. Ja, aber nennen Sie doch Ihren Namen oder am besten kommen Sie her. Bin doch nicht verrückt.
den werden wir auch noch kennenlernen. Das sind die Wohnungsschlüssel aus Ihrer Handtasche. Danke. Einen muss der Mörder haben, denn hier war er abgeschlossen. Was ist das? Das ist sehr merkwürdig. Ein Fotoalbum. Überall sind Fotos rausgerissen. Da. Ja. Da. Bergschuhe. Wollen wir die steckbrieflich suchen lassen? Dann ist doch dauernd ein anderes Mädchen hier. Hier. Da. Ja, gehen wir erstmal auf die los. Fräulein Kuska. Servus. Ja? Wir sind von der Kriminalpolizei. Kriminalpolizei? Wir hätten gern einige Auskünfte von Ihnen über Gerda Stein. Die kennen Sie doch. Ja, warum? Sie sind doch miteinander befreundet. Wir haben uns lange nicht gesehen. Ist was mit ihr? Sie ist tot. Tot? Gerda? Wo können wir uns unterhalten? Ich bin nicht mehr mit ihr befreundet. Jetzt nicht mehr. Wir haben uns mindestens 2 Monate nicht gesehen. Ja, dann zeig doch mal die Fotos weiter. Diese Fotos fanden wir im Album der Toten. Sie. Immer wieder sie, ganzer Haufen davon. Deswegen dachten wir, wir kommen damit ihnen ein bisschen weiter. Wie ist es denn passiert? Und wo? Sie lag im Bett. Erwürgt. Erwürgt? Wie sah es in Ihrem Zimmer aus? Wie meinen Sie das? Wurde nichts geraubt? Ich meine, man muss doch eine Erklärung finden. Oder haben Sie schon eine? Nein, wir haben noch keine. Aber Sie haben doch alles untersucht und nichts gefunden, das auf ein Motiv schließen könnte? Nein. Wir wollen etwas von Ihnen wissen und dabei fragen Sie jetzt uns aus. Also über das Privatleben von Gerda Stein können Sie uns nichts sagen? Nein. Auch nicht, wenn Sie sich mal Zeit nehmen, darüber nachzudenken. Wieso? Ich habe Ihre Frage ja verstanden. Können Sie uns wenigstens sagen, ob Sie den Namen Tanjew schon einmal gehört haben? Nein. Den Namen habe ich noch nie gehört. Tja, das wär's dann. Wir werden uns sicher bald sehen, und zwar im Büro der Mordkommission. Da müssen Sie das nämlich unterschreiben. Was? Dass Sie den Namen Tanjew noch nie gehört haben. Kann ich jetzt gehen? Natürlich. Was soll denn das sein, Tanjew? Keine Ahnung. Irgendwie kommt er mir schon bekannt vor, der Name. Na, vielleicht fällt Ihnen noch ein, woher. Ich bin eigentlich sogar sicher. Wiedersehen. 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 Und ob die weiß, wer Tanjew ist? Du, ich hab kein Geld. Was macht das denn? Was gibt's denn? Komm. Na, erzähl doch. Was jetzt? Na, dreimal kannst du raten, nichts wie hinterher. Zweiter Stock. Tja. Wie kommst du darauf? Was habe ich damit zu tun? Hat da irgendjemand was gesagt? Hm? Zweimal. Das ist für uns. Wassner Berthold, Stut Med, das muss er sein. Hm?
Herr Was, ne? Ja? Kriminalpolizei. Können wir Sie mal sprechen? Na, wir fressen ja niemanden. Ach, sehen wir uns wieder? Na, das ist aber nett. Wir haben uns nämlich gerade mit vollen Kuska unterhalten. Es ist kaum 10 Minuten her. Sie müssen geflogen sein. Hat sie Ihnen erzählt? Was soll sie mir erzählt haben? Dass Gerda Stein ermordet wurde? Ach ja, das hat sie mir gerade gesagt. Das hat sie auch sehr erschreckt, wie ich sehe. Ja, natürlich. Vielleicht kennen Sie Frau Stein besser. Besser? Als wer? Na, besser als Ihre, ja, was ist sie? Freundin oder Verlobte? Wir sind befreundet. Was hast du gesagt? Sie hat gesagt, sie kennt Gerda Stein nicht. Nicht besonders. Also nur oberflächlich. Ist das richtig? Ja. Kennen Sie sie auch nur oberflächlich? Ja, ganz richtig. Früher mal besser, aber jetzt nicht mehr so. Wieso? Hat sie gesagt, ich wiederhole nur. Ja, das ist richtig. Das gilt auch für mich. Sie sind Bergsteiger? Ja. Sie tragen gern kräftige Schuhe. Warum? Was ist mit den Schuhen? Sehen Sie mal die Fotos, Chef. Mhm. Die sind doch sehr gut. Haben Sie da noch mehr von? Gut, Walter. Haben Sie nicht ein Fotoalbum? Ja, sieh dich mal um, Walter. Warum fragen Sie nach sowas? Hier ist doch ein Album, oder? Ja, kann man doch mal hineinschauen. Mhm. Das ist interessant. Das fehlende Stück klebt noch im Album von Gerda Stein. Alle Bilder haben da wohl geklebt. Ich dachte immer, Gerda Stein hätte sie herausgerissen, aber jetzt sehe ich, das waren Sie. Wann haben Sie die Bilder herausgerissen? Vor Wochen, vor Tagen, vor Stunden? Ich muss so überlegen. Die Fotos sind ziemlich hastig aus dem Album gerissen worden. Und das tut man doch eigentlich nur im Streit. Oder wenn der Besitzer des Albums sich nicht wehren kann. Vielleicht, weil er tot ist. Nein, nein, nein. Ich habe diese Fotos, das ist sehr lange her. Weißt du nicht, wie lange das her ist? Ich habe doch davon gesprochen. Das ist mindestens 6 Wochen her. Ja, das lässt sich vielleicht feststellen. Aber hübsche Fotos, nicht? Findest du nicht? Sie haben viel gemeinsam unternommen, Gerda Stein und Sie. Man sieht Sie hier beim Baden und beim Wandern und beim Tanzen. Sie kennen sich ja nur oberflächlich, nicht? Ja, Sie haben sich wahrscheinlich großartig verstanden. Kennen Sie die Fotos? Nein, aber ich weiß... Was? Nichts. Wie Sie wollen. Kennen Sie Tanjew? Nein. Ach, Sie müssen gar nicht überlegen. Warum soll ich? Nein. Zeigen Sie mir mal Ihre Schlüssel. Was denn für Schlüssel? Alle. Wohnungsschlüssel, Hausschlüssel, Zimmerschlüssel. Ich habe nur diese hier. Danke. Was suchen Sie denn da? Was ist mit dem Schlüssel? Das ist der Wohnungsschlüssel von Gerda Stein. Der Mörder hat nämlich hinter sich zugeschlossen. Und jetzt müsste man natürlich versuchen, diesen Schlüssel zu finden. Den suchen Sie bei mir? Ist keiner dabei. Danke. Dürfen wir die Bilder mitnehmen? Bitte. Sie wissen, dass während der Ermittlungen Sie Ihren Wohnort nicht verlassen dürfen und Sie uns immer zur Verfügung stehen müssen. Haben Sie mich verstanden? Ja. Sie auch? Ja. Wiedersehen. Wiedersehen. Er reagierte so komisch, als Sie nach Tanjew fragten. Ja, natürlich. Er hat ja erwartet, dass ich ihn danach frage, denn er war ja der anonyme Anrufer. Der gesagt hat, fragen Sie mal nach Tanjew. Ich habe doch nicht die Stimme sofort wiedererkannt. Ja, und da machen wir nichts draus? Lassen wir ihn lieber ein bisschen schmoren. Gott sei Dank, Sie sind weg. Was machst du denn? Was hast du da? Zeig her. Du hast den Schlüssel? Wohin damit? Der muss weg, Vera, der muss sofort weg. Berthold! Oder können wir irgendwas damit machen? Ach, süße Mädchen. Da wächst eine Generation ran und einem über den Kopf, dass einem schwindelig wird. Siehst du, Harry, und diese reizenden Menschen darfst du nun im Auge behalten, was sie treiben und was sie tun. Das heißt, die beiden, die sind nicht, die ist tot. Was wird denn das? Eine Sache, die nur aus Überstunden besteht. Ja, aber du kommst in die feinsten studentischen Kreise. Ja, ich pfeif drauf. Kann ich die mitnehmen? Ja, natürlich. Warum muss eigentlich ich das machen? Weil sie dich nicht kennen. Sag mal, Robert,
Können wir den Kleinen denn überhaupt alleine auf die Straße lassen? Warum haben Sie sich nicht schlafen gelegt? Schlafen? Ich kann doch jetzt nicht schlafen. Ich muss dann einmal raus aus dem Hotel. Ja, aber gerade hier? Ja, weil sie hier gewesen ist. Hier muss sie ziemlich oft gewesen sein. Sie beschrieb das immer als eine sehr nette, sehr gemütliche Studentenkneipe. Aber ich sehe, sie hat es nur darauf angelegt, uns zu beruhigen. Sie hat die Verhältnisse nicht so beschrieben, wie sie sind. Warum nicht? Tja, es ist schade, dass die jungen Leute heutzutage uns so gar nicht erlauben, sie zu begreifen. Sie wollen es einfach nicht. Auch ihre Tochter wollte es nicht. Sie wollte einfach nicht begriffen werden und schon gar nicht von ihrem Vater. Da verliert man sein Kind auf eine so entsetzliche Weise und weiß nicht einmal, wie es gelebt hat. Pelzmantel. Wie kommt sie dazu? Ja, und ist ja schließlich nicht ohne Fantasie. Der Gedanke, dass sie auf unredliche Weise oder unmoralisch dazu gekommen ist. Unredlich wäre noch nicht so schlimm wie unmoralisch. Ich wäre in Mannheim erledigt, Herr Kommissar. Wer haben Sie? Ja. Ach, ich bin gar nicht so sicher, dass Ihre Befürchtungen zutreffen. Das Motiv kann ein ganz anderes sein, etwas, worauf wir noch gar nicht gekommen sind. Sie wollen mich nur beruhigen. Ich habe gesehen, wie das Zimmer aussah. Das reicht mir. Jedenfalls nicht wie ein Studierzimmer. Sagen Sie, was hat Ihre Tochter studiert? Kunstgeschichte. Nicht Medizin? Nein. Ich hab doch... Ja, dann können wir jetzt gehen. Bitte zahlen, ja? Was suchen Sie denn hier? Erlauben Sie? Marihuana, nicht wahr? Die Intoxikation ist unverkennbar. Wie nehmen Sie es? Essen Sie es? Trinken Sie es? Und Sie rauchen es? Haben jetzt nichts mehr und suchen es hier. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Sind Sie Tanjew? Zeigen Sie mal Ihre Papiere.
Warum haben Sie keine Papiere? Sind Sie Tanjew, ja oder nein? Wie kommen Sie auf diesen Namen? Und Sie haben einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Woher? Verzeihen Sie, wollen Sie mich nicht erst suchen lassen? Irgendwo muss sie noch etwas haben. Hinter den Büchern hatte ich noch nicht nachgesehen. Aber ich kann jetzt hier nicht mit Ihnen nach Marihuana suchen. In diesem Zimmer haben wir Gerda Stein aufgefunden. Tot. Ich weiß. Was wissen Sie jetzt? Oder sagen wir besser so, seit wann wissen Sie, dass Gerda Stein tot ist? Ich will Ihnen gerne alle Fragen beantworten, aber lassen Sie mich erst suchen. Hat sie denn sowas hier? Sie hat gesagt, sie hat nichts mehr, aber das hat sie schon mal gesagt und dann hatte sie doch noch was. Sie hat es von irgendwoher geholt. Sie hat gesagt, dreh dich um. Da habe ich mich umgedreht. Sie ging bloß drei Schritte von diesem Stuhl, auf dem Sie sitzen. Das muss doch hier irgendwo sein. Aber sie wollte es Ihnen eigentlich nicht geben. Lassen Sie mich zufrieden. Sie hat gesagt, nimm das nicht mehr. Hör auf damit, hör immer auf damit. Sie hat gesagt, ich werde dir helfen, Tanjew. Ich habe mir Bücher besorgt. Da steht alles drin, was wir tun müssen. Stimmt das? Was? Sie sagte, nimm es nicht mehr. Sie sagten, gib es mir, gib es her. Warum hat sie das auf sich genommen? Besorgt sich Bücher, alles ihretwegen? Warum? Nur um Ihnen zu helfen? Warum? Lassen Sie mich zufrieden. Sie muss sie sehr gern gehabt haben. Das ist die einzige Erklärung. Schon was gefunden? Warum suchen Sie nicht auf der Couch? Vielleicht hat sie es unter dem Bettlaken oder unter dem Kopfkissen. Gehen Sie doch mal dorthin. Es wird Sie doch nicht stören, oder? Da lag sie. Tot. Umgebracht. Das macht ja nichts, suchen Sie nur, suchen Sie ruhig weiter. Oder können Sie nicht? Und warum nicht? Das würde ich auch sagen, Chef. Er hat den Schlüssel zur Wohnung, er kommt rein. Ja, könnte es sein. Aber? Nichts aber. Es ist mir nur einfach zu früh, etwas zu sagen. Euer Chef. Der Tanjew. Ein Rauschgiftsüchtiger. Ja, Rauschgift, das ist es eben. Aber das sind zwei Dinge, die mir nicht zusammenpassen. Sie hat Rauschgift, Tanjew bekommt es von ihr. Aber hat sie es immer? Und woher hat sie es? Kann man es bei ihr kaufen? Die Schlussfolgerung wäre natürlich ganz verführerisch. Sie handelt damit. Und das würde einige Dinge erklären. Den Pelzmantel. Aber andererseits, das sind diese Bücher über Entziehungsmethoden. Worauf lässt das schließen? Wir müssen auf Tanjew los, der wird es uns erklären. Ja. Na, so wie Sie ihn geschildert haben, will er das Zeug jetzt. Aber die kennen wir doch, die rennen doch rum, bis sie es gekriegt haben. Na, da bleibt uns nichts anderes übrig, als mitzurennen. Tut mir leid, Robert. Wieso? Ach so, wegen dem Billard heute Abend. Das macht mir nichts. Ich würde mir den Jungen nämlich gerne zur Brust nehmen. In Ordnung. Wo ist eigentlich der Harry? Ja, der ist doch hinter den beiden anderen her. Ah, ja. Der muss übrigens jeden Moment wieder anrufen. Oh, das erinnert mich. Muss ja auch anrufen zu Hause. Ja, Franziska? Ja, ich... Ich habe das Gefühl, die brauchen... Ja, entschuldige, es ist voll... Ich habe aber doch einen... Ich komme später. Bosch jetzt nicht da. Was willst du von ihm? Ob er da ist, will ich wissen. Noch nicht? Kommt er nicht?
los? Und Tanjev, hast du den nicht gesehen? Was ist mit Tanjev? Gott sei Dank, dass du da bist. Wieso Gott sei Dank? Was ist denn los? Ja, weißt du gar nicht. Schrei hier nicht so rum, du Idiot. Ich schrei doch gar nicht. Komm nach hinten. Was ist los, Harry? Guten Abend, erlauben Sie, dass ich Platz nehme. Warten wir doch gemeinsam, bis er zurückkommt von seiner kleinen Unterhaltung mit Proschitz. Das ist Privatwehr. Kriminalpolizei. Ich hatte keine Ahnung, Proschitz. Das ist natürlich was anderes, entschuldigen Sie. Was kann ich für Sie tun? Kann ich gehen? Nein, bitte bleiben Sie doch. Das heißt, wenn Sie erlauben, Sie sind hier der Hausherr. Ja, ich bin der Herr. Der Pächter, um es genau zu sagen. Kommissar. Bitte, Herr Kommissar, nehmen Sie doch Platz. Danke. Wir untersuchen den Fall Gerda Stein, ein junges Mädchen, das ermordet aufgefunden wurde heute Morgen. Sie haben davon gehört? Ja, sie wäre in Lauffeuer umgegangen, verkehren lauter Studenten hier. Sie kennen Gerda Stein, war sie oft hier? Ja. Ich habe nicht darüber gesprochen, Proschitz. Habe ich dich aufgefordert, irgendetwas zu sagen? Der Herr Kommissar stellt Fragen und ich antworte. Gerda Stein war fast jeden Abend hier. Ach, wie schön, dass Sie sich erinnern. Warum soll ich nicht? Ein Mädchen wie Sie fiel auf. Die langbeinige Art, die Spaß macht. Sie war einfach nicht zu übersehen. Und wenn sie hier war, war sie in Gesellschaft? Sie kam selten allein. Ist an der Sache schon vernommen worden? Ja, ja, ja. Dann müssen Sie doch wissen, mit wem sie meistens zusammen war. Mit ihm. Proschitz! Was? Was? Das kannst du doch nicht sagen. Nicht so unbedingt. Ich war mal mit ihr zusammen, aber in letzter Zeit überhaupt nicht mehr. So? Man kann doch sagen, mit wem sie zusammen war. Hm? Ich wüsste nicht. Nein? Nein. Nur mit Tanja war sie zusammen. Tanja? Ja. Ich hab gesagt, keine Ahnung, wer Tanja ist. Auch da machen Sie sich mal keine Sorgen, das weiß ich ja noch inzwischen. Ich habe ihn nämlich gesehen. Gesehen? Tanja? Ja, es war ein merkwürdiges Zusammentreffen in der Wohnung von Gerda Stein. Wo? Ungefähr eine Stunde war es her, ich durchsuche gerade die Wohnung und plötzlich höre ich, wie jemand die Tür aufzuschließen versucht. Tanjev. Ach, was wollte denn dort? Ich denke, Sie kennen Tanjev nicht. Nein, nein, eben nur ganz oberflächlich. Aber er kam herein, sagen Sie, in die Wohnung. Was wollte denn da? Wissen Sie das nicht? Nein, überhaupt nicht. Der arme Kerl ist rauschgiftsüchtig. Er suchte nach Marihuana. Sie haben ihn verhaftet? Nein, ich gebe zu, ich hätte es gern getan, aber er lief mir davon. Na, nicht so wichtig. Wichtig ist etwas ganz anderes. Er war nämlich völlig sicher, dass er es bei ihr finden würde, Marihuana. Marihuana. So sah sie nicht aus. Sie haben also gar keine Erklärung dafür. Wie sollte ich? Du, Kumpel. Was ist? Hast du einen Refer? Ich brauche einen Refer. Wie kommst du denn darauf, dass ich sowas habe? Ja, hast du doch, oder? Ich weiß gar nicht, was das ist. Ein Refer. Was ist denn das? Ich will eine haben. Ich muss eine haben. Oh, ab. Für 10. 10? 10? Was meinst du mit 10? Mark, meine ich. Wer bist du denn überhaupt? Ich kenne dich ja gar nicht. Was? Nee. Ich habe dich noch nie hier gesehen. Ja, dann eben nicht. Moment mal. 10? Ich konnte mir denken, dass Gerda Stein tatsächlich mit Rauschgift gehandelt hat. Das kann sein. Ich weiß es nicht.
Ja, und wenn sie fast jeden Abend hier war, in ihrem Lokal, so sagten sie doch. Dann doch sicher nicht ohne Grund. Also entweder hat sie es hier bekommen oder sie hat es hier abgesetzt. Also wie gesagt, Herr Kommissar, ich habe keine Ahnung. Sie meinen, in Ihrem Lokal wird nicht mit Rauschgift gehandelt? Na, Harry? Woher? Vom Toilettenmann. Eine Menge Angestellte, Herr Kommissar. Was die treiben, tun, machen, ich weiß es nicht. Kann es nicht wissen. Wenn das stimmt, fliegt der Mann. Darf man ihn holen? Natürlich. Darf ich mal sehen? Das ist also Marihuana. Ich kenne sowas überhaupt nicht. So sieht das also aus. Tja, so sieht's aus. Na, Harry, war wohl nicht mehr da, was? Nein, Chef. Wie vom Erdboden verschwunden. Na ja, danke. Dann geh an die Bar und trink ein Bier. Da glaubt man nun, man hat sein Lokal fest in der Hand. Sowas kann überhaupt nicht passieren und man weiß nichts. Jetzt muss ich wohl doch annehmen, dass Gerda Stein was mit Rauschgift zu tun hatte. Sag ich ja, Proschitz, sag ich ja. Ja, ja, du hast das gleich gesagt. Man muss den Mörder im Kreis suchen. Ich verstehe ja schon. Deswegen sag ich ja, Tanjew. Ja. Tanjew kann es gewesen sein. Ach, meinen Sie? Ja. Auf einmal. Was heißt auf einmal? Ich weiß anscheinend wirklich nicht, was hier eigentlich los ist. Tja, dann müsste man also Tanjew haben. Aber wo ist er? Ich weiß, wo er wohnt. Ach, ich dachte... Das heißt, ich glaube, ich weiß es. Und würden Sie mich dahin führen? Ja, was siehst du mich an? Tust du es oder nicht? Ja. Ja, natürlich. Besten Dank. Ach, gehen Sie doch erstmal zurück zum Tisch. Ich komme gleich nach. Ja. Ja. Sagen Sie, kennen Sie diesen jungen Mann schon länger? Auch seit ungefähr 2 Jahren. Und was halten Sie von ihm? Was sind diese jungen Leute, holen Sie der Teufel? Sie studieren oder was Sie dafür halten. Jedenfalls ist es nicht die Hauptsache. Die Hauptsache ist irgendein Leben, das Sie suchen oder sich zurechtlegen. Sich mit ihnen einzulassen, ist das Schlimmste, was es gibt, weil man einfach nicht weiß, woran man mit ihnen ist. So wissen Sie das nicht. Nein. Noch was? Nein. Oh. Hätte ich beinahe vergessen. Was willst du? Du willst sie zu Tanjew hinbringen? Warum nicht? Du weißt doch gar nicht, was passiert ist. Der Kommissar hat doch mit Tanjew gesprochen. Tanjew war in der Wohnung von Gerda. Wir wissen doch alles. Hab ich ihm gesagt, ich weiß, wo Tanjew wohnt. Darf ich das nicht, verdammt nochmal, hä? Wir können gehen, es ist nicht weit. Ja, kommen Sie nicht mit? Nein. Wenn sie nicht will. Ist schon bezahlt? Ich glaube, ich hatte schon bezahlt, oder? Also dann. Pass auf den Chef auf. Zweite Fenster daneben, wenn Sie klopfen wollen. Ja, wollen Sie nicht mitgehen? Muss ich denn? Ja, wir werden hier einen Mörder überführen, das wollen Sie sich doch ansehen, nicht?
Ja, so kommen Sie. Klopfen Sie doch. Warum flüstern Sie denn? Da liegt ein Schlüssel, Chef. Ein Schlüssel? Was ist denn das für einer, Chef? Später, später. Tja, Tanjew scheint nicht da zu sein. Soll ich das Fenster aufdrücken, Herr Kommissar? Oh nein, das wollen wir lieber nicht machen. Es geht aber ganz einfach. So. Er ist doch da, Herr Kommissar. Er liegt auf dem Bett. Tanjew! Tanjew! Warum hast du nicht aufgemacht? Du hast doch gehört, dass wir geklopft haben. Ah, in dem Stadium ist er. Da weiß er kaum, was er sagt und was er tut. Jetzt müssen Sie ihn fragen. Jetzt, gleich nicht mehr. Gleich ist er wieder oben auf. Aber noch nicht. Setzen Sie sich. Ist Tanjew Ihr richtiger Name? Nein, nein, nein. Er heißt Kurschetski oder so ähnlich. Aber jeder sagt Tanjew. Ja, na gut, also bleiben wir bei Tanjew. Weil, als er nämlich das erste Mal was nahm. Wie was nahm? LSD. Ach so, er hat LSD genommen. Waren Sie dabei? Ja, das haben wir doch alle mal genommen, einfach aus Spaß. Ich bin Mediziner, warum sollte ich nicht? Aber Tanjew? Wie heißen Sie richtig? Koschwetzki. Unser Freund Tanjew wurde also von Gerda Stein mit Refers versorgt. Und plötzlich hörte sie damit auf. Was meinen Sie? Keine Ahnung. Sag sie, Morwen. Ja, sieht so aus, als mochte sie Tanjew. Stimmt das? Sie wissen es doch. Also sagen Sie es. Ja, so könnte man es nennen. Ist das richtig? Ja, so war es, ganz sicher. Ich weiß doch, wie das Zeug wirkt, wenn man es kriegt. Oder wenn man es nicht kriegt. Fragen Sie ihn doch mal, wie er war im Rausch. Oder wie er war nachher. Ich kann Ihnen Leute bringen, die haben ihn festhalten müssen. Zu dritt, zu viert. Wenn er seine Tobsuchtsanfälle hatte, dann ging er an den Hals. Stimmt das? Ja. Na also, er sagt es. Er hat es gesagt. Du warst es. Du hast sie umgebracht. Sag, dass du es warst. Ja. Als Sie heute Abend in der Wohnung von Gerda Stein waren, da hatten Sie doch einen Schlüssel. Wo ist der? Sieh nach, ob er das ist, Robert. Ja, das ist er. Und was ist mit diesem hier? Der lag nämlich auf Ihrer Fensterbank. Das ist auch einer. Also hat Tanjew zwei Schlüssel zur Wohnung von Gerda Stein. Was? Ja, einen in der Hosentasche und einen auf der Fensterbank. Auf der Fensterbank? Ja, dieser Schlüssel nämlich. Ich habe nur einen gehabt. Den da, das ist meiner. Warum soll ich zwei haben? Also muss jemand diesen Schlüssel auf die Fensterbank gelegt haben. Warum denn? Warum? Das spielt doch gar keine Rolle. Er ist der Mörder. Er hat es doch gesagt. Was habe ich gesagt? Ja, hast du gesagt. Du hast sie umgebracht. Da, haben Sie gesehen? Er geht doch mir an den Hals. Komm, gehen wir. Das ist doch nicht ernst, Chef. Wollen Sie ihn nicht verhaften? Ich weiß nicht, wen ich verhaften soll. Ihn? Oder ihn? Dann sage ich mir lieber, ich warte noch ein bisschen. Marinanchen, das macht der Alte. Ja, Frühstück noch. Wie ist dein Appetit? Glänzend. Ja, wieso ein glänzend? Weil er gut gelaunt ist. Sag mal, verstehst du das? Der Fall fängt an, ihm Spaß zu machen. Leider weiß ich nicht, warum. Morgen zusammen. Morgen. Wie geht's euch? Harry hat mir gerade eben berichtet. Das finde ich ganz interessant. Hört mal zu. Tja, kaum war man nämlich raus, schickte Proschitz seinen Kellner weg. Ging nach, nächste Straße, erstes Haus. Wer wohnt da? Der Toilettenmann. Wie heißt er? Däubele Karl. Mit dem kam der Kellner runter in höchster Eile. Sie unterhielten sich noch. Und dann sauste Däubele davon. Und was hatte er bei sich? Einen Handkoffer. Ja, leider. Ich wusste leider nicht, was ich machen sollte.
Demnach oder dem Kellner? Und so entwischten dir beide. Däubel ist wie vom Erdboden verschwunden. Na, wenigstens haben wir den Kellner. Hol mal rein, Harry. Tja, Chef, dann kommen wir jetzt wohl richtig vorwärts, was? Ja, enorm, ein ganzes Stück. Das Dunkel lichtet sich also. Verdammt doch mal, was ist eigentlich los? Verhaftet? Wieso verhaftet? Können Sie mir erklären, warum? Ja, deswegen haben wir Sie reingeholt. Da bin ich aber gespannt. Nehmen Sie doch bitte Platz. Ich stehe gern. Ich rauche auch gern. Ja, tun Sie sich doch gern Zwang an. Wir schreiben mal mit. Ja. Leider sind uns die Marihuana-Zigaretten ausgegangen. Ich hoffe, Sie rauchen auch normale. Bitte. Gestatten Sie, dass ich auch rauche. Dankeschön. Also, weiß nur. Ja, es ist ja viel gemütlicher, wenn Sie Platz nehmen. Es handelt sich nämlich um den Rauschgiftmord, in den Sie verwickelt sind. Rauschgiftmord? Verwickelt? Ich? Ja. Gerda Stein, Däubele, beides Rauschgifthändler. Die eine umgebracht, der andere geflüchtet. Was, der Däubele? Na, hören Sie. Sie haben ihn doch selber gewarnt. Sie haben ihn mit Geld versorgt, aus seiner Wohnung geholt gestern Nacht. Ja, aber wieso? Ich hab doch nichts gewusst. Wo ist denn der Däubele jetzt? Ich weiß es nicht. Ehrlich, Herr Kommissar, ich habe nicht gewusst, dass der Däubele wirklich die Gerda? Ja, mir hat nämlich der Broschitz gesagt, die Lose Erich bringt das dem Däubele in Briefumschlag. Mehr weiß ich nicht. Sie wissen also nicht, wo der Däubele ist? Nein, ich würde doch alles sagen, wenn ich etwas mehr wüsste. Ich habe noch zum Däubele gesagt, was ist denn eigentlich los, Karl? Er hat zu mir gesagt, halt die Klappe und war weg. Hm. Das ist alles, was ich weiß. Ja, das reicht mir auch, danke. Harry, bring ihn raus, ja? Aber er soll sich zur Verfügung halten. Ja, und was ist denn nun? Kommen Sie. Wie gesagt, wir sind wirklich enorm weitergekommen. Ihr habt's gut. Rehbein, bring mir einen Cognac. Ich bin schon dabei. Woher weißt du, dass ich einen Namen wollte? Na ja, jetzt bin ich 20 Jahre hier, da werde ich doch wohl wissen, wann Sie einen Cognac brauchen. Ey, was ist denn das für einer? Wie, was ist das für einer? Ja, aber der schmeckt nicht. Der schmeckt nicht? Nein, der kratzt. Warum kratzt der? Was weiß ich, warum der kratzt? Der kratzt, weil Sie nervös sind. Ich nervös? Hm? Die Kuska. Ja, bringen Sie rein. Ja, Moment, Robert. Die anderen sollen draußen warten. Ja, es dauert nicht lange. Ist gut. Nee, stell das wieder weg. Bei mir kratzt er nicht. Na ja, du bist ja auch nicht nervös. Bitte sehr. Guten Tag, Frau Kuska. Guten Tag. Bitte nehmen Sie doch Platz. Rauchen Sie? Soll ich Ihnen einen Kaffee machen lassen? Nein, danke. Wissen Sie, wie Sie jetzt aussehen? Wie jemand, der sich fest vorgenommen hat, bloß keine Fehler machen. Wie kommen Sie denn darauf? Das ist nur so ein Eindruck von mir. Sie wissen schon, was Sie damit sagen wollen. Ja, was denn? Ich höre doch überall, dass Sie sich erkundigen. Nach mir, nach Berthold. Meinen Sie, ich wüsste das nicht? Es tut mir leid, wenn Ihnen das unangenehm war. Und was haben Sie herausbekommen? Welcher Art Ihre Beziehung zu Berthold Wassner ist. Und wie ist sie? Sie lieben diesen jungen Mann. Na und? Was heißt das schon? Lieben. Wir leben zusammen. Was ist dabei? Nichts, nichts, um Himmels Willen. Moral ist nicht mein Fach und schon gar nicht die bürgerliche. Ich will damit sagen, es ist mir vollkommen egal, wie Sie leben und mit wem Sie leben. Mich interessierte dabei nur die Intensität Ihrer Beziehung. Deshalb habe ich hier rumfragen lassen. Berthold Wassner bedeutet Ihnen also alles, nicht wahr? Es
Wie lange dauert das noch? Kannst du es nicht abwarten? Nenn dir doch ein Beispiel an ihm. Bitte die Herren. Können Sie mir sagen, was ich eigentlich hier soll? Ja, was soll eigentlich Herr Proschitz hier, Robert? Er soll es abwarten. Ich höre gerade, Sie sollen es abwarten, wenn Sie bitte Platz nehmen wollen. Danke, ich stehe lieber. Ich weiß weg. Na, Harry, bitte nehmen Sie Platz. Guten Tag, meine Herren. Guten Tag. Darf ich fragen, was ich hier soll? Ich weiß wirklich nicht, worum es geht. Och, hat man Ihnen das nicht gesagt, Robert? Ich dachte, er weiß es. Ja, ich meine auch, er übertreibt ein bisschen. Im Grunde genommen weiß er doch ganz genau, worum es geht. Nämlich um den Mord an Gerda Stein, den wir hier und jetzt aufklären wollen. Jetzt fühlt man sich schlimm, was? Der große Katzenjammer beginnt jetzt. Man sieht's Ihnen an. Und Sie haben Angst. Sie sind bereit zu lügen wie eh und je. Nur wissen Sie nicht, ob Ihnen das Richtige einfallen wird. Und das macht Sie sehr nervös. Wollen Sie nicht zur Sache kommen? Ja, ich bin dabei. Aber gut, fangen wir bei Ihnen an. Gerda Stein verkehrte seit 2 Jahren in Ihrem Lokal. Ja. Sie erwähnte nämlich dieses Lokal schon in Ihren ersten Briefen, die sie nach Hause schickte. Und auch Sie selbst wurden erwähnt. Und zwar in Worten, die beweisen, dass sie sehr gut mit Ihnen bekannt war. Übertreibung. Es fehlt noch, dass Sie mich zu Ihrem Liebhaber machen. Nein, Ihr Einfluss war ganz anders, viel schlimmer. Du liebe Zeit, was meinen Sie denn? Sie haben Gerda Stein mit Rauschgift bekannt gemacht. Was habe ich gemacht? Ja, Sie haben sie in einen Kreis von Leuten mitgenommen, dem das Rauchen und Injizieren von Narkotika eine Art Gesellschaftsspiel ist. Wie ich? Ja, das müssen Sie erst mal beweisen. Das ist bewiesen. Ich habe einen Zeugen. Sie? Ja. Ach, jetzt weiß ich, was gemeint ist. Ich erinnere mich. Ja, wir waren mal... Mein Gott, ist das lange her. Auch ich, Herr Kommissar, bin nicht ganz frei von Neugier. Ich wollte mir das mal ansehen. Aber ich weiß tatsächlich nicht, habe ich Gerda oder hat sie mich mitgenommen? Untersuchen Sie doch den Täter! Da ist er! Der bringt ja mich noch um! Verhaften Sie doch endlich den Mann! Warum tun Sie das? Weil er lügt. Er hat dir das Rauschgift besorgt. Du kennst ja nun die Leute, hat er gesagt. Verkauf's ihnen. Wer was haben will, gib's ihnen. Und lass sie zahlen dafür. Ich bestreite jedes Wort. Wenn sie mit Rauschgift gehandelt hat, ihre Sache, das weiß ich nicht. Jedenfalls hat sie niemals etwas von mir bekommen. Da habe ich aber auch Zeugen. Was sagst du? Ja, bitte, das würde mich auch interessieren, was Sie sagen. Das ist doch ganz unsinnig. Proschitz hat niemals was mit Rauschgift zu tun gehabt. Aber fest steht, dass Gerda Stein mit Rauschgift gehandelt hat. Das müssen Sie doch wissen. Ich weiß gar nichts. Sie leben jetzt mit Vera Kuska zusammen, so wie vorher mit Gerda Stein. Oder bin ich da falsch unterrichtet? Nein, nein. Sie haben in derselben Wohnung mit ihr zusammengelebt, in der Gerda Stein umgebracht wurde. Ja. Und wie lange dauerte das Verhältnis? Bis vor etwa 3 Monaten. Ich zog dann aus, weil... Ah ja, Sie suchen schon wieder nach einer Lüge. Weil nämlich Gerda Stein Sie hinausgeworfen hat. Von heute auf morgen. Und warum, aus welchem Grunde? Weil sie Tanjew kennengelernt hatte. Und den mochte sie plötzlich weit mehr als sie. Und sie kannte nur noch ein Ziel, nämlich Tanjew von seiner Sucht zu befreien. Sie hörte auf, mit Rauschgift zu handeln. Kaufte sich Bücher, konsultierte Ärzte. Sie wollte nämlich nur eines wissen. Wie kann ich Tanjew aus seiner Lage herausreißen, in die ich ihn selber mit hineingebracht habe? Sehr gut, Herr Kommissar. Ich glaube, so könnte es gewesen sein. Aber... Was denn aber? Einen Süchtigen, wie sagten Sie, aus seiner Lage rausreißen. Unmöglich. Wissen Sie, wie solche Leute reagieren? Wissen Sie es? Ich habe davon gehört und hat mir erzählt. Bringen eher jemanden um, als sich das Zeug wegnehmen zu lassen. Wirklich? Ich will Ihnen mal was erzählen. Eines Abends kam Gerda in die Bar. Ich sagte, es ist dir kalt, warum hast du den Schal um? Sie zog ihn mit einem Finger runter. Willst du mal sehen? Blaue Flecke. Tanjew, sagte sie. Stimmt's? Lassen Sie den armen Kerl in Ruhe. Ich weiß, dass er ja sagen würde. Er hat schon mal gesagt, ich habe es getan. Tja, aber was wollen Sie denn noch? Den Mörder. Und zwar den wirklichen Mörder von Gerda Stein. Dabei sehen Sie mich an? Ja, ich habe Grund genug, dass die Kränkung, die Gerda Stein Ihnen zugefügt hat, dass Sie die nie vergessen haben. Wieso? Immer wieder haben Sie versucht, Gerda für sich zurückzugewinnen. Ich? Woher wissen Sie denn das? Hast du das wieder gesagt, ne? Hast du doch. Immer wieder bist du hingegangen.
Alles hättest du getan, wenn sie dich nur wieder aufgenommen hätte. Wie kannst du sowas sagen? Haben Sie einen Schlüssel zur Wohnung von Gerda Stein? Schlüssel? Zur Wohnung von Gerda? Nein. Oder hast du gesagt? Du hast ihn gehabt. Und das habe ich gesagt. Sie hatten also einen Schlüssel, der Ihnen erlaubte, jederzeit die Wohnung von Gerda Stein betreten zu können. Und wo? Wo habe ich denn den Schlüssel? Wo ist er denn, hä? Sie haben ihn auf die Fensterbank von Tanjew gelegt. Bei ihm sollte nämlich der Schlüssel gefunden werden. Aber er hatte ja selbst einen Schlüssel zu Ihrer Wohnung. Ja, und das war Ihr Fehler. Denn dass er selbst einen Schlüssel zu Gerdas Wohnung hatte, das wussten Sie nicht. Ich hätte Tanjew verhaftet, wenn nicht dieser zweite Schlüssel auf der Fensterbank gelegen hätte. Und aus diesem Grunde verhafte ich jetzt Sie als den Mörder Ihrer ehemaligen Freundin Gerda Stein. Broschütz. Was? Hast du nicht... Quatsch mich nicht an, nichts habe. Ich habe nie was gehabt, verstehst du? Na, sei doch froh, dass du aus der Sache raus bist. Ich habe nämlich gedacht, gewettet hätte ich drauf, du bist es. Na? Broschütz steigt gerade in seinen Wagen und fährt ab. Hübsches Modell. Hoffentlich hängt der Walter nicht ab. Tanjew weiß nicht recht wohin, der steht immer noch da. Die Kuska? Wie geht's zur Bushaltestelle? Siehst du Harry? Nee. Aber der hat sich noch nie ein hübsches Mädchen durch die Lappen gehen lassen. Was ist denn nun eigentlich? Na nun, erholen Sie sich mal her. Rehbein, zippen Sie nicht, bringen Sie einen Cognac. Ich denke, der kratzt. Ja, jetzt nicht mehr. Und dem schon gar nicht, wenn er nur sein Schrecken los wird, was? Sie haben gewusst, dass ich es nicht bin? Naja, mit Ihren Schlüsseln haben Sie mich allerdings ein bisschen durcheinander gebracht. Und mit dem anonymen Anruf fragen Sie mal nach Tanjew. Warum haben Sie das getan? Weil es doch ist. Es tut mir ja leid, aber ist es doch nun mal. Oder nicht? Ja, nun erklären Sie mir mal, also ganz ehrlich, ohne jeden Umschweif. Sie waren in der Wohnung von Gerda. Sie fanden die Tote. Stimmt das? Lügen Sie nicht. Ja. Warum haben Sie dann nicht die Polizei angerufen? Warum liefen Sie weg? Ich hatte Angst, man würde denken, ich sei es gewesen. Haben Sie hinter sich abgeschlossen? Ja. Als Sie reingingen, mussten Sie da aufschließen? Nein, es war nicht abgeschlossen. Also der Mörder brauchte gar keinen Schlüssel. Abgeschlossen haben Sie? Ja. Na, das wollte ich wissen. Ach, warum tut ihr bloß nie den Mund auf? Na nur, Broschütz. Ja, was machen Sie denn hier? Nichts, ich... Verreisen? Nein. Ja, wozu auch? Ich meine, es ist ja alles gut gegangen. Wie meinen Sie? Wir haben ja den Mörder. Er leugnet zwar, aber die Indizien reichen für jedes Gericht aus. Der Fall ist gelöst. Hat diese Erleichterung, was? Was für eine Erleichterung? Na, es fiel Ihnen doch ein Stein vom Herzen. Geradezu beschwingt gingen Sie weg. Ich verstehe Sie nicht. Ja, vergessen Sie doch bitte nicht, Sie hatten ja ein ausreichendes Motiv für den Mord an Gerda Stein. Ich? Ja, Sie. Denn Tanjew, wenn er das Zeug bei Gerda nicht bekam, kam er zu Ihnen und Sie gaben es ihm. Gerda beschwor Sie. Sie sagte, tu es nicht, gib es ihm nicht. Aber wenn du es tust, dann lasse ich den ganzen Rauschgifthandel mit dir hochgehen. Wie kommen Sie dazu, sowas zu behaupten? Habe ich das behauptet? Ich habe nur von Ihrer Erleichterung gesprochen, die Sie so deutlich gezeigt haben. Sie da, dachte ich mir, was für eine wichtige Frage hat sich für unseren guten Proschütz gelöst? Was für eine Frage? Naja, wie man einen wichtigen Zeugen beseitigen kann. Per Tod oder per Fahrkarte. Sie konnten sich jetzt für die Fahrkarte entscheiden. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Nein, wissen Sie das nicht? Von diesem Mann da, der Ihnen so am Herzen lag, dass Sie ihn verbargen. Wo eigentlich? Die haben es absolut nicht daraus bekommen. Na, jetzt werden wir es ja endlich hören, warum und wieso Sie Gerda Stein umgebracht haben. Kommen Sie doch mal her da! Danke, Robert. Hast du mir jetzt das Leben gerettet? Ja, Sie können mich ja mal auf einen Whisky einladen. Mach ich gerne, Robert. Aber sag mal, musst du eigentlich immer über deine Verhältnisse leben? Du Gauner!